Meine lieben Freunde, heute erzähle ich euch eine kleine Sage aus Schweinheim, das zu Aschaffenburg gehört. Aber eine kleine Vorbemerkung sei mir erlaubt. Die Geschichte handelt von einem betrügerischen Bäcker, aber glaubt es mir bitte, niemals ist damit ein heutiger Bäcker oder Müller gemeint. Niemals. Also jetzt zu dem kleinen Städtchen Schweinheim. Schweinheim ist ein Stadtteil der kreisfreien Stadt Aschaffenburg, hat etwa 10.745 Einwohner und gehört zum Regierungsbezirk Unterfranken. Es liegt am rechten Mainufer und am Rand des Naturparks Spessart und durch das Städtchen fließt der Hensbach. 1249 befreite Erzbischof Christian II. Die Schweinheimer von allen Fronleistungen. Sie mussten nur in den Weingärten des Bischberges und als Kammerdiener im Aschaffenburger Schloss arbeiten. Deswegen wurden sie auch als Kammerbauern gehänselt. 1839 zählte Schweinheim 1582 Einwohner und 1884 gab es dort 35 Pferde, 738 Stück Vieh, 14 Schafe, 260 Schweine und 102 Ziegen. 1939 wurde Schweinheim nach Aschaffenburg eingemeindet. Ungeachtet seiner stetig wachsenden Einwohnerzahl blieben die Älterhöfe und stellenweise auch der Ortskern und Unterschweinheim dörflich geprägt. Von jeher findet die Schweinheimer Volksfrömmigkeit ihren Ausdruck in besonderen Sitten und Gebräuchen sowie in der Einrichtung vor allem von Bildstätten. Hierhin gehört auch ein Kreuzweg, der über den Erbig zur Obernauer Kapelle führt. Sehr rege ist auch die Vereinsarbeit in Schweinheim. Es gibt dort 46 Vereine. Hervorheben möchte ich hier den Heimat- und Geschichtsverein, der über ein umfangreiches Bildmaterial zu vielen Themen verfügt, die auch im Internet zugänglich sind. Auf dem 347 Meter hohen Stengertz wurde 1938 vom Spessartbund im gleichen Stil wie im Jahr zuvor auf der Geißhöhe ein 22 Meter hoher Aussichtsturm als Hindenburgturm, heute Dr. Hörnleinturm, errichtet. Und nun also zu unserer Sage. Der Bäcker ist die ganze Nacht schon wach, hat 50 Brote, Brötchen schon gemacht. Die Bäckersfrau, sie schafft den Tag von früh bis spät, damit der Laden nicht den Bach hinuntergeht. In der Nähe von Schweinheim, einer Gemeinde, die zum Bezirksamt Aschaffenburg gehört, liegen zwei Berge, der Erbig und der Erbsenrhein genannt. Wenn man nun zwischen diesen beiden Bergen hindurchgeht, dann kommt man an eine tellerförmige Vertiefung, die im Backofen heißt. Und dort wohnte vor vielen Jahren ein Bäcker. In teuren Zeiten mischte er Schwerspat, Gips, Sand und dergleichen unter das Mehl. Und er betrog die Leute auch sonst, wo er nur konnte. Davon wurde er zwar reich, aber auch an ihm bewahrheitete sich das Sprichwort: Unrecht gedeiht nicht. Als nämlich im Dreißigjährigen Krieg die Schweden kamen, verbrannten sie ihm sein Haus und er verlor seine ganze Habe und starb als Bettelmann. Die Supermärkte sind harte Konkurrenz. Was sie so backen, ist billig, na man kennt's. Trotz Chemikalien schmeckt es den Verbrauchern gut. Hauptsache billig, Bäcker verliere nicht den Mut. Viele Jahre vergingen und es dachte kein Mensch mehr an diesen bösen Bäcker. Da fuhr einmal ein Bauer hinaus, um seinen Acker zu pflügen. Und der lag übrigens genau an der Stelle, wo früher das Bäckerhaus stand. Der Mann war gut aufgelegt und er pfiff und sang fröhlich vor sich hin.
Wie er aber mitten im besten Pflügen war, hörte er ein eifriges Schaffen und eine Stimme, die ganz deutlich rief: »Misch das Brot, Frau, damit wir bald einschießen können!« Der Mann blieb stehen und hörte dem sonderbaren Treiben eine Weile zu, aber er fürchtete sich nicht. Er pflügte den Acker weiter hinauf und hinunter, und als er wieder an diese Stelle kam, wo er diese Stimmen gehört hatte, da rief er fröhlich: »Na, dann backt mir halt auch mal einen Kuchen!« Und freilich, das war nur ein Spaß und er dachte sich nichts dabei. Als er aber mit seinem Gespann und seinem Pflug wieder herunterkam, da lag am Ende der Furche tatsächlich ein wunderschöner Kuchen. Jetzt aber wurde es dem Mann doch unheimlich und eilig fuhr er mit seinem Pflug heim, nahm aber unwillkürlich den Kuchen mit. Daheim erzählte er seiner Frau die Geschichte. Und beiden wurde es dabei schon unheimlich. Allein der Kuchen roch gar so gut und deswegen konnten sie sich nicht enthalten und jeder aß ein Stück davon. Aber nach 3 Tagen waren sie tot. Ich träum von einem Dorf, das seinen Bäcker liebt, gerne etwas mehr für gute Brote gibt. Ich träum von einem Dorf, das seine Bauern ehrt und Harmonie mit der Natur ist ihnen etwas wert. Was die Leute essen, kommt frisch aus der Region. Lebensmittel sind zum Leben, wer sie macht, verdient auch Lohn. Der Erzähler dieser Geschichte liefert uns gleich die Moral mit. Üb immer Treu und Redlichkeit bis an dein kühles Grab und weiche keinen Fingerbreit von Gottes Wegen ab. Das wäre den frommen Gottesmännern, und unsere Geschichte stammt wohl aus dieser Ecke, freilich recht, wenn wirklich jeder nach diesem Spruch leben würde. Aber wir wissen nur zu genau, dass sich kaum ein Mensch heute noch an eine solche Regel hält. Im Gegenteil, man würde sogar für dumm gehalten, wenn man wirklich so lebte. Moderner ist da schon die 2. Schlussfolgerung, die für den Bauern gilt, der den Kuchen versucht hat. Sei enthaltsam und denk daran, dass man nicht von allem haben und genießen muss. Das sieht wohl heute fast jeder ein, vor allem um seine eigene Gesundheit zu erhalten. Ansonsten feiert die Habgier aller Orten und überall fröhliche Urstände. Damit darf ich mich wieder verabschieden für heute. Ich hoffe, meine kleine Geschichte hat euch gefallen und ich wünsche euch wie immer vor allem Gesundheit. Mehr braucht ihr eigentlich gar nicht. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Von einem Dorf, das seinen Bäcker liebt, gerne etwas mehr für gute Brote gibt. Ich träum von einem Dorf, das seine Bauern ehrt und Harmonie mit der Natur ist ihnen etwas wert. Was die Leute essen, kommt frisch aus der Region. Lebensmittel sind zum Leben, wer sie macht, verdient auch Lohn. Ich träum von einem